Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play The Witcher 2 mit Paxis. Wir sind hier immer noch im Gefangenentrakt, sage ich mal. Reden mit unserem einstmaligen Freund und erzählen ihm, was im Tempel passiert ist. Seit der eingestürzten Brücke warst du fast die ganze Zeit bei mir. Fast. Erzähl mir, wie du auf den Tempelhof gelangt bist. Okay, Tag der Erstürmung, Nachmittag. Ha, uneinnehmbar, von wegen! Die Stadt haben wir in einem halben Tag im Sack. Meldung. Die Kämpfe dauern an. Eine Gruppe von Rebellen hat sich im Tempel verschanzt. Die Kinder? Sind wohl auch da drin. Fenn hat sich einen der Priester vorgeknöpft und was von einem Durchgang unter den Mauern erfahren. Mit einem Rambock kommen wir da frühestens in einer Woche ran. Probieren wir es mit Äxten? Das dauert auch. Was soll's? Dieser Priester, was ist mit dem? Und dem Durchgang? Ist beim Verhör bewusstlos geworden. Er wird jetzt unten bewacht. An die Arbeit, Hauptmann. Jawohl. Silas, nimm dir diese Tür vor. Fenn, wir gehen. Hexer. Majestät. Ein Spezialauftrag. Genau richtig für dich. Vernon ist zwar überzeugend, aber auch ziemlich ungestüm. Finde auf eigene Faust einen anderen Weg. Gelingt dir das, soll dich ganz Vizima beneiden. Vielen Dank. Die Rebellen werden die Kinder der Baronin nicht anrühren. Vielleicht sollten wir auf Roche warten. Nee. Die Soldaten der Lavalettes tun den Kindern der Baronin sicher nichts. Das glaube ich erst, wenn ich sie sehe. Wir müssen uns beeilen. Die Rebellen sitzen in der Falle. Vielleicht kommen sie auf die Idee, die Kinder als Geiseln zu nehmen. Okay, dann ist das wieder die Möglichkeit, alles tausendmal anzuhören. Machen wir nicht, wir hören uns noch das an. Vielleicht kriegt Roche was raus aus diesem Priester. Die Stadt ist zu groß, ich brauche einen Anhaltspunkt. Auf ihn ist Verlass, aber wir haben keine Zeit. Sieh dich mal um in der Gegend. Es könnte ein Tunnel oder sowas sein. Vermutlich haben sie Fallen gestellt. Meine Leute haben nicht deine Fähigkeiten. Du eignest dich am besten. Das stimmt. Dann los. Ich gehe. Ich zähle auf dich. Was ist nun mit den Äxten? Tempo, ihr Arschnasen! Wo sind die Äxte? Bewegt eure Äxte! Die versuchen also trotzdem, sich da durchzuhacken, oder was? Passiert halt nur gar nichts. Okay. Gut, dann schauen wir uns mal um, wie wir hier am besten reinkommen. Ich glaube, hier geht es nicht lang. Hier oben vielleicht? Nee. Da geht er auch nicht hoch. Ach so, ja, ich soll mich ja in der Stadt umschauen, hat er gesagt. Machen wir das mal. Tja, die hat auch ganz schön gelitten, würde ich sagen. Da, wo es überall brennt, will ich nicht unbedingt wohnen. Aber da kann ich ja erstmal nichts. Öffnen. Was? Man kommt in Häuser rein? Was ist denn da los? Ist aber auch das erste Mal, oder? Und wir plündern mal die armen alten Leute aus. Warum nicht? Macht man so im Krieg? Verschlossen? Warum bekomme ich das nicht auf? Ich bin ein Hexer, verdammt nochmal. Egal. Gehen wir wieder raus. Schauen wir mal hier oben lang. Wie es aussieht, können wir in die Häuser alle reingehen. Das ist doch schon mal ziemlich cool. Aber wie gesagt, ich glaube, es lohnt sich gar nicht wirklich, die ganzen Sachen zu nehmen. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass wir so weitermachen, wie wir jetzt aussehen. Ich dachte eigentlich, das wäre so eine Art Prolog, aber keine Ahnung. Wie gesagt, so weiter habe ich noch nie gespielt. Kann ich nicht wirklich sagen. Was ist hier unten los? Könntet ihr uns nicht freilassen, Soldat? Halt's Maul! Aber wir sind unschuldig. Ich habe nur Befehle befolgt. Ich habe nur Befehle befolgt. So viele Kerle fallen. Und das wegen eines Frauenzimmers. Ja, das sind doch nur normale, einfache Bauern. Warum lassen sie die denn nicht in Ruhe? Ich meine, die Soldaten, okay, die können sie ja gefangen nehmen, aber meine Frau will, dass ich verstehe ich nicht.
Okay, da gibt's nichts. Ja, wir nehmen echt so viel Plunder mit, so viel Schund nehmen wir mit, Tücher, Pechsätze. Ihr euch für euren Verrat verantworten. Hat gar keine Hose an, kann das sein? Verrat, sexy. Herr? Wir sind gehen wir denn jetzt hin? Leute. Wir haben eine Politik. Gucken, was ist hier? Oh, Gott, Hilfe! What? Kann die doch nicht einfach erschießen? Was habt ihr mit ihr gemacht? Maul halten! Ihr zahlt jetzt deine Kriegssteuer! Diese Leute sind unbewaffnet. Scher dich hier weg und misch dich nicht ein! Raus hier, sofort raus hier oder ich bring euch alle um! Raus hier oder ich bring euch alle um! Verschwindet besser, der Drache könnte zurückkommen. Ich nehme mal das obere, das scheint mir am sinnvollsten. Ihr verschwindet. Sofort. Oh ja, Herr. Los! Ich habe also Herr, das Axi-Zeichen benutzt und ihren Geist manipuliert. Passt auf euch auf, Hilfe hat ihren Preis. Seid vorsichtig. Das nächste Mal habt ihr vielleicht weniger Glück. Versteckt euch irgendwo. Ich muss meine Frau suchen. Ich habe gesehen, wie man sie und die anderen zusammengetrieben hat wie Vieh. Viel Glück. Wehe den Besiegten, verhindere den Massenmord von Zivilisten. Ja, das will ich auf jeden Fall machen, Mann. Solides Tuch, was will ich denn mit sowas? Ich frage mich echt, ob ich diesen Müll mitnehmen sollte. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Dann lieber so ein paar Blumen hier. Ein schönes Schellkraut, so eine Alraunwurzel. Lecker. Schlossen. Ich rede nochmal mit den Soldaten hier. Ich habe nur Befehle befolgt. Verdammt, was ist eigentlich Velour? So viele Kerle. Ah, verflucht. Wie kann ich ihn davon abhalten, da hinzugehen? Moment, was? Gerade so ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben. Wo muss ich denn jetzt... Moment. Moment, hier ist eine Sackgasse. Also klären wir erstmal alles hier. Art gegen Blockaden. Wirke das Art-Zeichen. Okay, weil Wissen ist Art. Ihr wisst... Okay, das wollte ich überhaupt nicht machen. So, jetzt vielleicht Art. Aha. Und woran sehe ich, was eine Blockade ist und was nicht? Die Götter strafen jene, die Bruderblut vergießen. Ja, das Schwert können wir mal wieder wegstecken. Sonst haben die ja alle Angst vor mir. Bekämpfen irgendwelche Leute? So, hier kommen wir nicht lang. Oh, Lumpen. In einer Truhe sind Lumpen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das sinnvoll ist. Ich lasse das einfach mal drin. Orens kann man immer gebrauchen, aber Lumpen und so ein Dreck, ich glaube, das brauche ich echt alles nicht mitnehmen. Wiegt ja auch alles irgendwas und wenn das was wiegt, wenn da also eine Anzeige ist, dass das irgendwas wiegt, dann kann ich wahrscheinlich nicht unendlich viel mitnehmen, gehe ich mal von aus. War ich jetzt hier eigentlich schon drin? Ja, sieht ganz danach aus. Okay. Jetzt werdet ihr euch für euren Verrat verantworten, ihr Dreck. Dann gehe ich erstmal... Verrat, Herr? Kann ich eigentlich auf eine Map gucken? Ah, cool. Okay, aber so richtig geil ist sie auch nicht. Dann gucke ich aber trotzdem erstmal hier oben lang. Da noch irgendwas zu holen ist, oder ob ich hier irgendjemanden helfen kann? Ich will ja nicht, dass die alle sterben. Wehe dem Besiegten, sprich mit dem Anführer der Soldaten. Mach ich auch gleich. Ich gehe erstmal selber plündern. Ist besser so. Außerdem, vielleicht ist ja auch hier in dem Haus irgendwie versteckter, in einem der Häuser ein versteckter Eingang zu dem Tempel, keine Ahnung. Komisch, diese Hintertüren sind verschlossen, aber die Vordertüren nicht, das verstehe ich nicht. Würde es nicht mehr Sinn machen, dass man gar nicht erst ins Haus rein kann? Für alle. Na los, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Okay. 34 Ohren, das hat sich ja mal richtig gelohnt. Was ist das? Ach, hier wird sich umgezogen, oder was? Ja, Draht. Ich weiß nicht, sowas brauche ich einfach nicht. Das lasse ich den Leuten dann doch lieber da liegen. Ich meine, ich klaue ihnen zwar das Geld, aber den Draht lasse ich da. Ich meine, ich kann eigentlich alles mitnehmen. Kartoffelbovist. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.
Du hast hier nichts zu suchen. Lass die Leute in Ruhe. Lass die Leute in Ruhe. Sie sind unschuldig. Das sind keine Leute. Das ist Lavalette Satansbrut. Unkraut, das sich ausbreitet, wenn man es nicht mit Stumpf und Stiel ausrottet, so dass es nicht mehr nachwachsen kann. Verrat verbreitet sich wie eine Seuche. Darum kommt hier keiner lebend raus. Und du? Misch dich da nicht ein. Diesen Leuten wird kein Haken krümmt. Ich lasse nicht zu, dass ihr wehrlose Leute ermordet. Was willst du denn machen? Dich töten. Ich habe Zeugen, dass ich dir nicht ans Leben wollte. Was? Ich muss jetzt gegen die eigenen Leute kämpfen? Aber okay, da... Du hast gewonnen. Verschone mich. Sehr gut. Raus aus dem Haus. Und Finger weg von den Leuten. Tür freiräumen! Ich werde hiervon Bericht erstatten. Du weißt schon wem. Berichte, wem du willst. Dem König? Ich glaube, der König ist besser auf mich zu sprechen als auf ihn. Brennt das Haus nieder oder fasst eine Frau an. Der König selbst wird von euren Untaten hören. Tja. Ich glaube, ich habe die Quest erfolgreich abgeschlossen, oder? Können wir jetzt auch zum Tempel gehen, falls ich ihn mal irgendwann finde. Irgendwie tut es mir echt leid, dass ich den Leuten hier das ganze Zeug klaue. Ich bin auch echt kurz davor aufzuhören damit. Ich glaube... Ja komm, das sind jetzt aber echt die letzten Ohren hier. Ich glaube, ich werde jetzt echt nicht mehr in die Häuser reingehen. Aber ich habe halt Angst, dass da in den Häusern vielleicht ein Durchgang drin ist. Aber eigentlich will ich denen auch ihr Zeug nicht klauen. Deswegen gehe ich mal nicht mehr in die Häuser rein. Erstmal vorerst, es sei denn, ich finde den Eingang nicht. Weil... ich davon ausgehe... dass der Durchgang hoffentlich irgendwo anders ist. Wir werfen die zurück! So. Boah, er hält aber viel aus, jetzt aber. So. Wer war das? Kann ich mit ihm reden? Ich kann nicht mit ihm reden? Doch. Hallo. Hallo! Das ist alles, oder was? Wir haben gerade zu zweit gegen 10 Mann oder sowas gekämpft und haben alle platt gemacht. Befehle für die Soldaten. Okay, durchlesen. Befehl! Alle Einheiten ziehen sich unverzüglich zurück und verteidigen ab sofort die Zuwege zum Tempel. Die Stellungen sind um jeden Preis zu halten. Tod dem Tyrannen. Okay. Hallo. Hallo. Versperrt den Weg! Schnell! Finde einen anderen Weg in die Hintergasse. Okay. Jetzt kann ich wahrscheinlich durch irgendein Haus gehen. Okay, verschlossen. Lass mich raten, die Sachen kann ich nicht wegsprengen mit. War das Art, mit dem ich Sachen wegsprengen kann? Oder war es Axi? Nee, es war Art, ne? Okay, aber es geht nicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich hier durch irgendein Haus durchgehen kann. Oder? Aber ich komme halt hier nicht rein. Ich schau mal kurz auf die Map. Ich muss irgendwie da durch. Aber ich glaube, da muss ich jetzt den ganzen Weg zurückgehen. Kann das sein? Also wir können ja mal... Nee, hier geht's nicht rein. Ja, ich glaube, ich muss den ganzen Weg zurückgehen und mich einfach links halten. Dann müsste ich da hinkommen. Weil wir haben ja die andere Barrikaden haben wir ja weggesprengt mit Axi. Und ich gehe mal stark davon aus, dass wir die nicht weggesprengen, wenn es da nicht irgendwas Sinnvolles geben würde. Deswegen schauen wir da jetzt mal hin. Toll, hätte ich auch direkt da lang gehen können. Gut, aber wenn ich direkt da lang gegangen wäre, dann hätte ich die armen... Ich habe nur Befehle befolgt. Verdammt, hätte ich die... eigentlich Velour? Aber wir sind unschuldig. Ja, dadurch muss ich weiß. Wenn ich da nicht lang gegangen wäre, dann hätte ich halt die Zivilisten nicht retten können. Das wäre halt sehr ärgerlich gewesen. So.
Nieder mit Foltest! Der arme Foltest hat euch ja gar nichts getan, verdammt. Außerdem ist euer bekloppter Baron schon lange tot. Ihr könnt eigentlich mal aufhören, weil Lavalette lebt nicht mehr, falls ihr noch nicht mitbekommen habt. So. Wieso habe ich eigentlich keine Gegenstände mehr auf Schnellzugriff? Habe ich das da hingelegt? Verstehe ich gerade nicht. Samum. So. Und dann legen wir mal Samum dahin. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier durch. Erstmal sammeln wir die Kräuter ein. Ah, oder ich muss hier durch. Okay, dann steigen wir mal den dunklen Tunnel hinab. So dunkel ist es dann hier unten gar nicht mehr. Wehe dem besiegten, neue Questphase. Du bist in einem finsteren Raum, verbessert deine Sicht mit dem Trank Katze. Du kannst im Trankfässer... Okay, machen wir mal. Tränke einnehmen. Katze. Katze, Trank, erlaubt es in kompletter Dunkelheit und durch Wände zu sehen. Nice. Aha, und wenn der Trank nicht mehr wirkt, bin ich auch nicht mehr vergiftet. Das sieht ja jetzt sehr interessant aus. Aber man sieht wirklich mehr. Und ich kann auch Gegner durch die Wände sehen. Krass. Gehen wir mal eins tiefer. Ich weiß halt nicht, ist jetzt Gegner, wo ein Silberschwert besser ist? Ist auf jeden Fall ein Leichenfresser, wie es aussieht. Ertrunkener. Ja, gegen Monster... Ist das Silberschwert besser? Ja, geht ja auch rechts. Sehr gut. Und ich denke mal, die sind anfällig gegen Feuer, oder? Deswegen werde ich mal Igni einsetzen. Ist halt nur die Frage, wo ich lang muss. Okay. Das riecht stark nach Labyrinth, meine Freunde. Und ich habe keinen Bock, nochmal Katze zu verwenden, weil so viele Tränke habe ich davon ja auch nicht. Deswegen werde ich mal versuchen, das... zu schaffen, ohne dass ich nochmal Katze nehmen muss. Da ist noch ein Gegner. Komm her. Ist halt lustig, wenn man sogar die Adern sieht, also den Blutkreislauf des Gegners. Muss ich hier lang? Sieht mir eher wie ein Dead End aus, also wie eine Sackgasse. Oder? Geht's doch nicht weiter. Hat er vielleicht irgendwas beschützt? Ist das eine Palisade? Ach, das ist eine Palisade, die ich kaputt machen kann. Ertrunkenen Gehirn, das klingt gut. Das nehme ich mal mit. Moment, Moment. Ich würde mal behaupten, das machen wir mit... So, jetzt muss ich mal rausfinden. Ah, okay. 3 und 4 ist zum Durchwechseln, alles klar. Art. 3 und 4 ist also zum... Hat er den gerade ins Gesicht geboxt? Richtig geil. So. Geht's nicht lang. Ich glaube, ich habe auf der Map oben irgendwelche Pfeile drauf. Also einen weißen Pfeil, der nach rechts geht. Und einen orangenen, der hier lang geht. Ich weiß halt nicht so richtig, welcher Pfeil jetzt... Ach so, wir können ja auch Licht anmachen. Geil. Aber wofür ist denn der andere Pfeil da? Oder bedeutet der andere Pfeil, dass ich von da gekommen bin? Das kann natürlich auch sein, keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach dem richtigen Pfeil nach, nämlich diesen, ja, orangefarbenen zum Tempel. Steigen den Brunnen hinunter und finden die Passagen zum Tempel. Ja, das habe ich auch schon. Ich bin doch jetzt quasi schon in der Passage zum Tempel. Ah, da geht die Leiter nach oben, sehr gut. Okay, ich brauche Katze nicht mehr. Ich glaube, ich muss einfach nur so lange warten, bis das vorbei ist. Was, du kannst nicht meditieren, aber ich will, dass die Katze weggeht.
Wie mache ich das? Fuck! Hätte ich es nur richtig gelesen, aber eigentlich durch Meditation. Ich kann halt nur nicht meditieren, das ist ein bisschen blöd. Naja, dann laufen wir eben so weiter. Ich meine, es ist jetzt noch knapp 2 Minuten. Okay, wir nehmen jetzt nicht alles mit, was hier drin ist, weil, wie gesagt, ich weiß eh nicht, ob ich die Sachen brauche. Uah. Ja, Scoia'tael kennt man noch aus dem ersten Teil, also zumindest, wenn ihr den ersten Teil gespielt habt. Ach so, ich kann nochmal runterschauen, wenn ich möchte. Ja, was die jetzt mit dieser Belagerung zu tun haben, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter und nehmen schon mal das Eisenschwert, weil ich gehe davon aus, wir kommen wieder normale Soldaten. Da zum Beispiel. So schlimm ist das eigentlich gar nicht, diese Ansicht. Weil man irgendwie die Gegner ziemlich gut sieht, aber ich würde trotzdem dann gerne irgendwann mal wieder normal schauen. Aber ich denke, wird auch nicht mehr so lange dauern. Hallo, öffnen. Verschlossen. Ah, aber da rein geht's. So, noch eine halbe Minute, dann haben wir es geschafft. Mit unserer Katze. Was lag hier drin? Werkzeuge. Werkzeuge klingt gut und Amethystenstaub auch, deswegen nehmen wir das mit. Ach, und Leder ist auch geil, komm. Leder brauchen wir auch, wenn wir mal uns einen Lendenschutz bauen wollen oder eine geile bayerische Lederhose vielleicht. Verschlossen. So, Katze ist gleich weg und dann sehen wir wieder normal. 4, 3, 2, 1. Ich speichere schon mal. Nice. Ah, sieht das schön aus mit der Sonne. Generell ist die Grafik einfach wunderbar. Und die Weitsicht vor allem. Ist richtig geil. So, egal. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Bis morgen. Tschö, tschö.